Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Ja, es ist schon wieder am Regnen, es ist inzwischen der letzte Tag, es ist schon inzwischen der nächste Tag im Gegensatz zur letzten Folge. Ich habe einmal auf der Yacht übernachtet, weil, ja, es wurde halt sehr schnell sehr dunkel. Und es ist jetzt nicht die Riesenfläche, wo wir bauen können, aber wir könnten zur Not auch nach hier hinten rausbauen mit einer Plattform. Braucht natürlich mehr Baumstämme so an sich, aber ja, wir haben es dann auf jeden Fall safe. Ja, hier, das sind auch die Baumstämme, die übrig geblieben sind. Ich habe aber in dieser Folge etwas anderes mit euch vor. Und zwar habe ich vor, die Armbrust zu holen. Ah, scheiße, hier könnt ihr vielleicht rüberhüpfen. Müssen wir ausprobieren. Vielleicht baue ich da einfach eine Falle oder so hin. Hey. Können wir ruhig mal was futtern. Und zwar nehmen wir hier das Kaninchen. Zack, zack. Ich würde dann sagen, dass wir dann immer zwischendurch mal einfach mal da ein bisschen weiterbauen. Aber Fakt ist, heute möchte ich mit euch die Armbrust holen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit dem Floß ein bisschen weiter. Ach, das wird schon. Wir machen auf jeden Fall ordentlich Fortschritt. Wir sind eigentlich dafür, dass wir jetzt noch nicht mal in der 10. Folge sind, sind wir schon recht gut ausgerüstet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, es fehlt uns noch an Rüstung, aber auch da kriegen wir das schon so ein bisschen hin. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, die Armbrust zu holen. Dann haben wir auch die Schusswaffe schon mal. Ob ich die Pistole zusammensuche, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Und es ist so oft so schlechtes Wetter in diesem Spiel. Das ist unfassbar. So. Ich bin mir auch nicht sicher, ob... Kann der Hai uns hier drauf angreifen? Ich glaube nicht. So. Wir fahren jetzt... Wir schippern mal auf jeden Fall hier rüber. Wie ihr schon sehen könnt, es ist nicht so weit weg vom... Haus an sich. Also vom Haus... So, was ist denn los mit mir heute? Das ist auf jeden Fall nicht so weit weg von der Yacht. Einfach, ja, rechts gesehen davon. Wenn ihr davor steht. Und, ja. So, ich würde sagen, wir bleiben einfach mal hier stehen. Tauchgerät an, zack. Und rein ins Wasser. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder den Eingang finden. Ja, doch, das müsste reichen. Luftmäßig. Irgendwo müsste hier oben jetzt gleich so ein Ding rumschwimmen. Ah, hier vorne. Ja, pass auf, denn... Da. Hier müssen wir rein. So. Zack, zack. Einmal umdrehen und dann hier rein. Zack. Aber spätestens, wenn wir am Ende der Höhle sind, müssen wir auf jeden Fall einmal neue Tauchflasche drauf machen. Das wäre ganz wichtig. Weil ansonsten kommen wir nämlich nicht wieder zurück. Ja, oder vielleicht gerade so. Aber dann gehe ich doch lieber auf Nummer sicher. So, hopp. Feuerchen an. Obwohl, warte mal. Wir machen uns einfach mal hier eine Fackel. Weil die wärmt mich auch gleichzeitig. So. Und hier hätten wir das auch schon. Ich muss echt sagen, sieht ganz nice aus. Da haben wir auch schon die Armbrust. Hier haben wir die nächsten Baupläne. Habe ich gerade einen Bug? Habe ich gerade einen Bug? Oh, meine Taschenlampe geht nicht aus. Lol. Pfeile und so.
Ah, schade, dass man das Bild hier nicht mitnehmen kann. Das würde ich mir echt gerne in der Base aufhängen. Ich glaube, wir haben gerade einen Bug gefunden. Finde ich witzig. Weil unsere Taschenlampe geht nicht aus. Okay, alles klar. Gut, dann wären wir hier auf jeden Fall durch soweit. Und ach ja, wir haben Baupläne gefunden. Die haben wir dann hier hinten. Und zwar können wir jetzt das Kreuz bauen, den Sarg und die Kirche. Und für die Kirche hätte ich auch schon einen Ort, wo ich das hinbauen wollen würde. Dann würde ich aber vorher, bevor ich das baue, würde ich dafür schon mal die ganzen Baumstämme und so einen Kram sammeln, weil braucht halt echt viel. Das würde ich dann, ich würde dann zwischen den Folgen die Baumstämme und so farmen und dann würde das Ganze weitergehen. Okay, was war das für ein Bug? Ach ja. Pop. Auf jeden Fall einmal benutzen und dann schwimmen wir wieder zurück. Und hoppidi hopp. Raus aus der Höhle. So, jetzt müssen wir einmal kurz. Einmal hoch an die Oberfläche, bitte. Danke. Gut, in die Richtung muss ich. Weil da ist auch da unser Bötchen. Ah, bitte nicht Hai. Bitte kein Hai. Dann werde ich böse. Wenn jetzt ein Hai kommt, werde ich böse. Ja, ins Schneegebiet müssen wir irgendwann auch noch. Weil da könnten wir uns die hier Leuchtpistole kaufen, sag ich schon. Die Leuchtpistole besorgen. Aber das sind alles so Dinge, was man dann machen kann, so in den Folgen. Wenn wir mal nicht bauen wollen oder sowas. Sondern dann kann ich euch einfach immer wieder mal was zeigen. So. Hopp, hopp. Ab da drauf. Hoppidi hopp hopp. Ja komm, geh rauf. Kann das sein, dass es schon langsam wieder dunkel wird? Würde ich jetzt nicht so cool finden. Gut, dann schwimmen wir auf jeden Fall mal zurück. Ja, trinken müssten wir was. Uns ist zwar kalt. Oh, Regenbogen. Da ist ein Regenbogen. Hey. Also manchmal lädt er die Texturen ein bisschen zu spät nach. Das finde ich ein bisschen schade auf PlayStation 4. Obwohl, warte mal. Wir können uns mal das Tauchgerät abziehen. Brauchen wir doch jetzt eh nicht. Dann können wir das Katana wieder in die Hand nehmen. So. Ja, ich wurde auf jeden Fall auch schon angegriffen. Also als ich die Mauer gebaut habe, wurde ich von so ein paar ausgehungerten Kannibalen angegriffen, die halt auch an ihre toten Mitstreiter gehen, wenn die da rumliegen und so. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben hier genug Bäume. Das ist nicht so das Problem. Was ich auf jeden Fall in dieser Folge noch machen möchte, das wäre auf jeden Fall den Wasserbehälter bauen oben an unserer Base und ja dann mal schauen. Ja, ich glaube, das wird eng hier an der Stelle. Ich glaube, da können die vielleicht drüber hüpfen, aber das wird sich zeigen, wenn wir angegriffen werden. Weiß ich nicht, kommen wir hier rum? Also wenn wir hier nicht hochkommen, ja, okay, von dieser Seite so auf jeden Fall nicht. Ja, ich bezweifle, dass wir hier raufkommen. So, okay, wo mau ich das hin, genau. Wo baue ich das mal hin? Ich muss erstmal kurz gucken, hier. Wo mache ich das? Mache ich das hier hin? Gut, ich baue das einfach mal dahin, weil wenn es nämlich jetzt das nächste Mal regnet, haben wir auf jeden Fall safe das Ding, dass
dass wir Wasser haben. Weil wir werden uns ja jetzt öfter hier wahrscheinlich aufhalten. Oder in der Nähe hiervon. Dann können wir auch schön Wasser sammeln da drin. Ja, Hütte bauen. Wollen wir doch mal schauen. Also wir bräuchten auch auf jeden Fall ein paar Baumstammlager. Die würde ich dann auch hier mit auf die Seite machen. Ja doch, ich glaube, die mache ich dann auch hier mit auf die Seite. So, ein bisschen dichter. Okay, das ist zu dicht. Zack. Nein, die Karte will ich nicht. Und wenn ihr jetzt R1 drückt, ich weiß, ne, für manche, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr das drückt, dann macht ihr größere Baumstammhalter. So, den hauen wir dann auch dahin. Zack. So, und noch ein. So. Machen wir 3. Ja, komm, wir machen 4. Kostet zwar viele Sticks, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. So. Dann können wir den einen nämlich schon mal fast fertig bauen. So. Ah, es wird gerade dunkel. Nicht so geil. Gut, dann holen wir uns mal ein paar Baumstämme hier. Baumstämme, sag ich schon. Einfach mal ein paar Sticks. Und ich mach mal das Feuerchen an. Weil es fast Nacht. Ja. Komm. Nehmen wir das. Und dann nehmen wir das. Okay, der gibt keinen. Die Dinger geben keinen Baumstamm. Baumstamm, sag ich schon, Sticks. Gut, dann machen wir mal die Türe zu. Und dann bauen wir das Ding auf jeden Fall schon mal kurz fertig hier. Wunderbar. Dann können wir nämlich die Baumstämme, die wir haben, schon mal reinpacken. So. Rein damit. Ah, und jetzt haben wir auch dunkelste Nacht. Ja, müssen wir mit leben. So. Aber jetzt werde ich da wahrscheinlich gleich nach der Folge machen, dass ich dann einmal auf die Yacht gehe, speichern und einmal schlafen tue. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss für diese Folge. Wir haben ja wieder einiges erreicht. Wir haben die Armbrust geholt. Achso, die kann ich euch eigentlich auch nochmal zeigen. Warum macht er das Feuerzeug aus? Komm, mach das Feuerzeug an. Das, so sieht das ganze Teilchen hier aus. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ich komme mit dem Aiming von der Armbrust noch nicht so ganz klar. Also entweder schieße ich einen Tick zu hoch oder einen Tick zu tief. Ja. Ich weiß, man sollte dann einfach die Mitte nehmen, ja. Aber naja gut. Eine der nächsten Folgen mal ausprobieren an Eingeborene oder auf der Jagd. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne kostenloses Abo bei mir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Forest wieder. Gehabt euch wohl. Ciao mit V.